Ja, hallo liebe Freunde aus Ost- und Westdeutschland, Österreich und der Schweiz. Willkommen hier zu Dark Souls Remastered, hier im dunklen Anor Londo. Denn ich habe hier mal zwischenzeitlich das Licht ausgeknipst auf der Suche nach Seelen. Wie ihr sehen könnt, habe ich ja da ein bisschen zugelegt. Und das hat auch einen Grund. Natürlich hat es einen Grund, denn ich will meine Pyromantie weiter verstärken. Ich weiß nicht, wie ich die letzte Folge geschnitten habe, aber ich hänge gerade ziemlich am Bosskampf mit den Four Kings. Und die rauchen mich ganz schön. Man muss sagen, dass die Four Kings ja, naja, ganz schön Druckbetankung sind. Denn wenn man richtig viel Schaden austeilt, dann sind sie recht easy. Macht man das nicht, ja, dann ist ganz schön blöd, denn dann machen die einen nur noch fertig. Und ihr habt es mir schon mal in die Kommentare geschrieben. Meine plus 15 aufgewertete Feuerhand hier, die ist noch nicht komplett aufgewertet, denn ich kann sie noch weiter verstärken. Dafür habe ich Seelen gefarmt. 200.000 Stück. Ich brauche ca. 190.000. Werdet ihr gleich sehen. Und die Seelen habe ich gefarmt und zwar in Ariamis, also in diesem Gemälde. Und zwar einfach immer wieder die Phalanx abgefarmt. Das ging ziemlich schnell und mit dem Symbol der Gier und dem silbernen Schlangenring hat man das auch recht schnell, also in einer halben Stunde hatte ich das gemacht. Das dauert nicht so lang. Das könnte man jetzt theoretisch noch nutzen, um seine Werte weiter zu verbessern. Aber könnte es nicht müssen. So, die Jungs, die snacke ich hier natürlich weg. Damit die mich nicht werfen. Weil die Jungs lieben es, mich zu nerven. Das machen die so gerne. Aber noch schlimmer sind hier diese Fliegen. Aber egal, jetzt haben wir sie. Nee, Stechmücken sind das. Egal, Jaucheküchlein farmen wir hier. Na Mensch, na Mensch, na Mensch. Ja, liebe Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zu Quelana. Die ist da hinten, die kennen wir ja schon. Und von der kaufen wir jetzt nämlich die nächste Stufe meiner Pyromantieflamme ab. Das ist der Grund, warum ich die ganzen Seelen gefarmt habe. Ah, I was expecting you. Sie hat mir auch schon den Orkan gegeben, das ist aber nicht so spannend. Und ich habe mich immer gewundert, weil hier steht nur Pyroflamme. Aber ihr seht, Feuer 60 statt 40, die ist dann also nochmal ein bisschen besser. So, jetzt kann man sie hier einfach nochmal hochwerten. Das kostet jetzt wieder richtig viele Seelen. So, damit haben wir sie jetzt auf Rang 5 und damit auch auf dem finalen Status. Now go. Don't you dare, lest might. Sagt sie jetzt eigentlich nochmal was zu mir? Ah, I. Thank you. I suppose I can call you fool no longer. Okay, außer dass sie sich jetzt ziemlich freut, unsere Bekanntschaft gemacht zu haben. Gut, jetzt bin ich nochmal ein bisschen stärker geworden. Also jetzt ziehe ich hier noch ein bisschen krasser rein. Habe ich gerade was zum Ausprobieren? Nur den Feuerorkan. Ja, der mir natürlich jetzt hier relativ wenig bringt. So, aber jetzt habe ich meine Flamme voll ausgebaut. Und jetzt gehen wir nämlich zu den vier Königen. Ich muss gleich mit dazu sagen, der Kampf ist halt bockschwer. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe. Ich habe mich ein bisschen auf den Kampf vorbereitet. Deswegen wird er mir jetzt nicht wesentlich leichter fallen. Aber ich hoffe natürlich, dass ich es jetzt einfach besser hinkriege als sonst, denn die letzten Tries waren hier echt ziemlich beschissen. Wichtig ist, Zauberei einstimmen. Also die wichtigsten Sachen für den Kampf, finde ich, ist die große Verbrennung, ist die kleine Verbrennung und dann nehmen wir hier noch den starken Zauberschild mit. Erkläre ich euch auch, warum wir den mitnehmen. So, denn wir müssen jetzt hier erstmal
Achso, das Problem ist dann natürlich, obwohl, ich brauche eigentlich die Sense, muss ich da auch wegnehmen. Ich muss mein Inventar hier so ein bisschen anpassen auf diesen Kampf. Denn der ist, wie gesagt, ziemlich heavy. Genau, eine Pyromantieflamme, die von der verborgenen Macht von Quelana, von Isalith, der Mutter der Pyromantie, genährt wird. Für Pyromanten ist eine Flamme sehr kostbar. Na gut, das kommt jetzt aber nicht hier rein. Die Flamme kommt dann hier oben rein. Und dazu packen wir hierhin noch einen Beschleuniger. Irgendeinen, ist eigentlich Wurst, welcher. Genau, hier, nehmen wir mal den Isalith-Beschleuniger. Und hier packen wir jetzt meine Sense rein. Mit dem Isalith-Beschleuniger kann ich dann nämlich meinen Schild buffen. Und das ist gar nicht mal so blöd, denn mein Schild... Denn ich benutze jetzt hier diesen Wappenschild auf plus 5. Der hat eine ziemlich hohe Stabilität. Grund dafür, die Four Kings machen halt verdammt viel Schaden. Mit starker Zauberschild kann man davon viel wegblocken. Kann man echt viel wegblocken, aber das ist halt ja nicht von langer Dauer. Deswegen muss man halt gucken, dass man die halt Jungs, dass man Jungs halt echt schnell wegbekommt. Lel. So. Ich weiß nicht, ob ich den Kampf jetzt schon gleich packe. Also, Problem ist halt für mich, dass ich in meiner Spielweise halt einen Ringplatz verschwende an den Dingsbumsring der Gunst, der mir halt mehr Ausdauer, mehr Leben, mehr Tragelast gibt. Und der zweite Ring, das muss der Ring von Artorias, der Bund von Artorias sein. Und das ist nämlich auch das kleine Problem dahinter, denn sobald ich diesen Ring abnehme, also Bund von Artorias abnehme, ja, bin ich ziemlich gebunst sozusagen, denn dann gehe ich unter dort in dieser Schreckenswelt, in dieser finsteren Leere des Abgrunds, gehe ich einfach unter. Also man muss den Ring wirklich anhaben. Einfach nur den Ring tragen, um den Sprung zu überleben, ist nicht. Man muss ihn auch danach noch anbehalten. Das ist ein bisschen das Problem hier. Aber das kriegen wir auch noch gelöst. Ja, ansonsten gibt es nicht so viel zu sagen zu dem Kampf. Der ist halt bockschwer. Ich hoffe, ihn jetzt hinzubekommen. Der Weg dahin ist okayisch. Bis auf die Tatsache, dass der mich ganz selten sieht. So, ja, ich würde wirklich den Wappenschild benutzen, auch wenn der Wappenschild für den Weg hin nicht ganz so ideal ist. Und diese Geister können übrigens auch durch diese Wand durch. Also, ihr solltet relativ schnell beginnen, hier runter zu laufen und dann auch den Sprung zu wagen. Weil die Geister können da tatsächlich durch. Ihr könnt aber auch auf dem Weg nach unten sterben, wenn ihr nämlich einfach jetzt von oben abspringt und dann hier auf so einem Vorsprung landet, könnt ihr sogar sterben. Und ich würde euch empfehlen, aufgrund der Zeit die innere Kraft schon hier zu aktivieren. Das packt ihr von der Zeit. Also die innere Kraft bleibt lange genug aktiv. So, wenn ihr jetzt nämlich den Schild vor euch haltet, so wie ich, werdet ihr gleich sehen, dass ihr einfach alles komplett wegblockt.
Okay, ihr blockt also fast alles weg. Scheiße. Shit. Oh nein. Ich hasse es ja immer, wenn sie einen mit den letzten Hits so kriegen. Ah, ich habe auch die falsche. Ich habe auch das falsche Item. Sorry, Leute, ich habe einen dicken Fehler gemacht. Ihr habt schon bestimmt festgestellt, welchen. Ich habe gar nicht die Krone auf, mit der ich mehr Feuerschaden mache. Ich hätte es beinahe hingekriegt. Der erste Try, wo ich echt beinahe hinkriege, aber ich habe ein wichtiges Item habe ich nicht dabei gehabt. Dumm wie ich war, habe ich die Krone der Dämmerung nicht dabei. Aber ihr merkt jetzt ungefähr so, wohin hier die Reise geht in beide Richtungen. Was mich ein bisschen nervt bei dem Kampf, ist tatsächlich das Hin und Her zwischen den zwischen Schild und auf den Schild zaubern und so. Also ihr merkt, das ist auch nicht ganz so einfach. Ich finde, die Four Kings sind ein extrem tougher Boss. Ich glaube, das sind... Entschuldigung, die Four Kings sind ein extrem tougher Boss. Und sie variieren aber extrem nach Spielstil. Also es gibt... Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Glaive spiele oder mit dem Blitz-Zweihänder, sind die Kings ziemliche Nulpen. Dann haben die mal nichts drauf. Ne, muss man so sagen. Dann sind die Kings nicht so stark. Jetzt hier aber in dieser Kombi sind die Kings dann schon wiederum verdammt stark. Also das ist halt auch immer echt davon abhängig, wie man... Also im ersten Durchlauf habe ich super viel Angst vor denen gehabt und dann einfach festgestellt, die sind ja gar nicht so schlimm, wie immer alle sagen. Im zweiten Durchlauf, als ich dann nicht mehr so mega stark war, dadurch, dass das ein New Game Plus Durchlauf war und meine Blitzwaffe ausgelevelt und ich eben nicht mehr Schaden machen konnte, da habe ich dann gemerkt, shit, die Jungs, die haben es mal drauf, so. Also, aua, war ich jetzt so langsam hier oder was ist los? So bekommt die mich hier? Voll untypisch, dass mich hier jemand kriegt. Ich benutze sowieso gleich einmal. Ja, man muss echt mal ein bisschen warten, dass der hier einmal drum läuft. Man muss den anteasern, damit man hier so schön an dem vorbeilaufen kann. Aber ich habe schon echt mehr Schaden jetzt gemacht, also... Aua. Der Boss ist gar nicht so heillastig. Er ist halt extrem damage-lastig. Also wenn man den Damage mal tut... Ist der Boss, ich möchte meinen schaffbar. Also auch mit wenig Heilung. Die Heilung ist hier nicht das Problem. So. Und tap. Ah, es ist ja Fehler gemacht. So, den Schild aktivieren. So, nochmal heilen. Ihr braucht nicht rennen, die kommen sowieso schnell an euch ran.
So, der nächste. Scheiße. So. Da ist der letzte Four King. Boah, wow, fuck it. Nein! Oh, fickt euch! Na, jetzt kriegen sie mich. Oh. Trink was, genau. Na, endlich, ey. Alter! Habe ich rumgesackt am Ende. Hab ich nochmal rumgesackt, ey. Das ging ja gar nicht. Wie ich hier rumgesackt habe, ey. Leute, ey. So, 4 Menschlichkeit. Ah, und 72.000 Seelen. Aber hinten liegen immer nochmal meine Seelen. Haha, ich habe nochmal Seelen. Ach, Leute, ey. Das war jetzt ein harter Kampf, weil zum Schluss, ich hatte keine Ladungen mehr gehabt. Und ich habe vergessen, dass wenn ich meine Waffe auf links habe, kann ich nicht mit R1 zuschlagen. Ich muss dann echt nur noch 2-mal zuschlagen. Aber wir haben es ja dann geschafft. Wir haben die Kings rasiert. Tja, aber Kaf, der ist nicht da. Tja, Kaf, der hat keinen Bock auf uns. Warum? Tja, weil wir ja Frems Quest schon gemacht haben. Naja, ist auch Wurst. So, jetzt können wir nämlich aufsteigen. Und können noch mal sagen, hier... So, naja, viel sagen können wir ja nicht. Ich push einfach gerade Intelligenz, because of why. Because of irgendwas. Ist mir auch Wurst. Oh, Leute, ey. So, ja, haben's geschafft. Wir haben's geschafft. In der nächsten Folge ist es geschafft. Dann ist... Tja, es ist wirklich geschafft, Leute. Dann haben wir das Spiel mal wieder durchgespielt. In der nächsten Folge. Ach, wir hatten noch die falsche Sense drin. Ach, Mann. Naja, gut, kommt. Aber wir können uns noch ein bisschen Seelen farmen für einen Level-Up. Ich meine, der Kampf gegen Gwyn wird nicht hart. Das kann ich euch schon mal verraten. Der Kampf gegen Gwyn wird mega leicht. So, nein, wir nehmen natürlich den Graswappenschild. Dankeschön. Und dann können wir jetzt hier runterspringen. Hi, na? Ach, fremd. So. Ganz kurz mal teleportieren. Ich möchte... zum Finstermondgrab. Habe ich da eigentlich jetzt den Boss schon besiegt am Finstermondgrab?
Weiß ich gar nicht, ob ich dich... Oh, ich hatte dich noch gar nicht gemacht. Gwendolyn. Wendelin. Schnell noch Wendelin machen. Heretic. First thou offendest the Godmother, and now thou see fit to trample upon the tomb of the great Lord. I am the Dark Sun, Gwendolyn. Let the atonement for thy felonies commence. Würde der Wappenschild auch gegen seine Sachen helfen? Auf jeden Fall sollte ich den Schild immer schön oben behalten. Swathed in dark, an eternal curse upon thee. Das nenne ich einen Speedkill. Das nenne ich einen Speedkill, Leute. Jupp, die Seele von Wendelin. Ich glaube, 20.000 gab es ursprünglich für den Kampf. 22.000 müsste ich jetzt kriegen. 48.000, oh, sehr schön. So. Und das Sonnenlichtschwert. Ein Wunder, oh Wunder, oh Wunder. Ja, hier ist das Grab. Das Grab von Lord Gwyn. Aber da liegt er ja gar nicht drin, der Lord Gwyn. Ich hatte ja schon Gwynnevere weggemacht. Das hatte ich euch ja schon erzählt. Deswegen ist hier ja auch dunkel in Anor Londo. Warum ist da jetzt nichts drin? Ah, wahrscheinlich, weil ich das schon irgendwo herbekommen habe. Deswegen ist hier auch dunkel in Anor Londo. Das Finstermondgrab. Ich kann die Geschichte ganz kurz mal wiederholen. Also, als damals Gwyn sich aufgab und sich dazu entschied, sich der ersten Flamme zu opfern, hinterließ er eine ganze Welt, die er nicht erfahren sollte, was da passiert ist. Irgendwie haben die es drauf mit Dingen, die kein anderer erfahren darf. Und deswegen, ja, hat einfach niemals jemand drüber geredet. Erst offiziell, ja, liegt er wohl hier hinten. Aber gleichzeitig haben die Götter Anor Londo verlassen. Warum das? Das können euch die Leute beantworten, die Ahnung von der Lore haben. Ich habe das nicht. Aber auf jeden Fall haben die Götter Anor Londo verlassen. Aber um den Schein zu wahren, hat Gwendolyn, oder Wendelin auf Deutsch, hat Gwendolyn ein Abbild von Gwynnevere erschaffen und Anor Londo quasi in den Tagmodus versetzt, also die Sonne auf ewig scheinen lassen. Aber eigentlich ist es hier dunkel und Gwendolyn ist gar nicht da. Tja, das haben wir herausgefunden, als wir sie quasi angeschossen haben. Intelligenz habe ich noch einmal, die möchte ich ganz gerne ausgeben, vielen Dank. Und dann möchte ich noch jemanden grüßen, oder? Möchte ich noch jemanden grüßen? Nee, möchte ich nicht. Ihr lieben Leute, ich mache jetzt mal Feierabend für heute. Wir haben es geschafft. Wir haben das Spiel fast durchgespielt. Wir müssen nur noch eine Sache machen, nämlich Gwyn töten. Das machen wir auch in der nächsten Folge. Freut euch drauf, verlasst euch drauf. In diesem Sinne, haut rein, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga.